Mein Name ist Götz Salzmann, ich stamme aus Münster, ich bin Musiker, Musikhistoriker und habe eine Honorarprofessur an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, an der Musikhochschule. Der Plan, einen Musikcampus zu schaffen, in dem alle musikalischen Strömungen, alle musikalischen Unternehmungen und alle Musikerinnen und Musiker zusammengeführt werden. Die Musikhochschule braucht dringend einen neuen Konzertsaal, einen größeren Konzertsaal. Und wenn dann noch die Musikschule in Reichweite ist, vielleicht Probenräume für Künstlerinnen und Künstler, vielleicht die Musikwissenschaft nicht weit ist und auch mit angedockt werden kann, wenn also alle Strömungen irgendwie an einem Ort zusammenwirken können, wäre das eine ideale Sache. Ich höre sehr viel als Argument gegen den Musikcampus an der beabsichtigten Stelle, dass das außerhalb der Stadt sei. Das Ding soll ja nicht irgendwo in Kattenfenne gebaut werden, sondern auf der Rückseite des Schlossgartens. Mit anderen Worten, mitten in Münster. Ich habe auf meinen Konzertreisen gesehen, wie so ein Projekt die lokale Musikszene beflügeln kann. In Paris gibt es die Cité de la Musique. Dort sind Konzertsäle unterschiedlicher Größe, die Musikhochschule, Musikbibliotheken, Proberäume, die städtische Musikschule konzentriert. Und da sehe ich wirklich eine Zelle der Musik, eine Zelle des Glücks für diese Stadt. Die Musikhochschule ist das Kernstück des Musikcampus. Die Uni plant schon lange, eine neue Musikhochschule zu bauen, um dieses unwürdige, ruinöse Ding am Kreisel endlich abzulösen. Natürlich braucht so eine Musikhochschule einen Konzertsaal. Die Studentinnen und Studenten wollen das zeigen, was sie gelernt haben. Und dann die Türen zu öffnen für auch die freie Szene, für freie Veranstalter, die dort Konzerte buchen. Das sind offene Konzertsäle. Genau das wäre dann hier auch in Münster möglich. Münster braucht keine neue Mehrzweckhalle, aber Münster braucht einen Musikcampus. Es wäre der ideale Ort, um Kultur und Universität, Stadtgesellschaft, Künstlerinnen und Künstler zum allseitigen Nutzen, zur allseitigen Freude zusammenzubringen. Es funktioniert überall. Warum nicht hier?